Arbeit und gerade auf dem Weg ins Hotel. Und heute schauen wir uns noch die Stadt an, bevor dann morgen das richtige Programm losgeht. GEZ führt im Auftrag der Bundesregierung Deutschland Vorhaben der internationalen Zusammenarbeit durch. Vietnam gehört zu den Ländern, die durch den Klimawandel am meisten betroffen sind. Das hängt mit der langen Küstenlinie zusammen. Der macht sich bemerkbar einmal durch den steigenden Meeresspiegel, aber vor allem auch durch die zunehmenden Wetterextreme, heftige Taifune, die zu jedes Jahr auch zu Todesopfern führen und auch Schäden für die vietnamesische Wirtschaft. Also es geht dabei, Vietnam dabei zu unterstützen, auch ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sich an den Klimawandel anzupassen, sie dabei zu unterstützen, mit Berufsausbildung die Standards gerade in der landwirtschaftlichen Produkte zu erhöhen, um so auch Märkte zum Beispiel in der EU auch zu erschließen. Wir haben ja gerade erst vor kurzem das EU-Vietnam Free Trade Agreement abgeschlossen, was noch ratifiziert werden muss. Und da gibt es dann Aufgaben, die sowohl im Interesse Deutschlands liegen als auch Vietnams. So, wir sind jetzt gerade auf der Fabrikanlage von Sao Mai. Das ist ein großes Unternehmen hier im Mekong-Delta. Wir beschäftigen 10.000 Mitarbeiter und haben vor gut 2 Jahren die erste große Solaranlage hier in Vietnam gebaut und sind inzwischen sogar eingestiegen in den Markt dafür. Das ist eines der 4 Geschäftsbereiche des Unternehmens. Und ja, wir besichtigen jetzt diese Anlage, die hier vor 2 Jahren entstanden ist. Die Solaranlage ist auf dem Dach des Unternehmens und wir fahren da jetzt mit dem Gabelstapler rauf. So, jetzt bin ich hier oben angekommen auf dem Dach eines Fabrikgebäudes des Unternehmens Sao Mai hier im Mekong-Delta. Das Unternehmen stellt eigentlich Fischöl her und hat in Hotels und Immobilien investiert und vor 2 Jahren dann die Entscheidung gefasst, auch in Solarstrom einzusteigen und zunächst mal eine eigene Anlage hier auf einem Dach eines Fabrikgebäudes installiert. Die hat eine Kapazität von rund 1 Megawatt. Und das Unternehmen kann so seinen gesamten Energiebedarf decken und sogar noch Überschüsse erzielen und die dann ans nationale Stromnetz verkaufen. Die Anlage hat etwa 1,5 Millionen Euro gekostet, aber das Unternehmen glaubt, das eben in 6 bis 7 Jahren schon wieder drin zu haben und geht jetzt auch verstärkt in den Markt und hat ja Solarenergie als einen seiner 4 großen Geschäftsbereiche ausgemacht. Man sieht auf jeden Fall, wie das hier in der Region kommt.